So, hallo. Willkommen bei der kleinen Werkstatt. Wie versprochen kommt das zweite Video. Das zweite Video führt uns aus der Werkstatt raus. Wir fahren zu einem Freund von mir, zum Christian. Der Christian hat was ganz was Tolles zu Hause in der Garage stehen. Der hat nämlich einen BMW 2-Ventiler GS umgebaut zu einer richtigen Geländemaschine. Mit sämtlichen Raffinessen, was man sich nur vorstellen kann. Da ist nichts so geblieben, wie es war. Der Motor, alles überarbeitet. Auch überarbeiten lassen, weil man einfach nicht alles selber machen kann. Seid gespannt. Ich steige jetzt ins Auto, fahren wir hin und dann machen wir ein Video. Viel Spaß. Servus. Hallo Hubert. Willkommen! So. Jetzt sind wir da beim Christian in der Werkstatt. Das ist eine Universalwerkstatt. Ich gehe mal weiter weg. Und jetzt werden wir gleich mehr erfahren, weil da werden wir den Christian jetzt selber fragen. Ja, grüß euch. Ich bin der Freund vom Hubert. Genauso verrückt beim Schrauben. Nur auf einem anderen Motorrad und in einer Tischlerwerkstatt. Weil ich eigentlich Tischler-Designer bin und ja, Möbeldesign und Motorraddesign gehört für mich zusammen. Ich bin natürlich auch Liebhaber alter Stücke. Und deswegen habe ich eine alte BMW. Genau. Aber ich bin halt nicht umsonst da, weil heute haben wir sogar was vor, da darf man nicht nur herumquatschen. Genau. Sondern jetzt schauen wir gleich mal daher. Da fällt ein großes Stück. Das fällt schon, auf das habe ich schon sehnsüchtig gewartet. Ich habe ja eine verlängerte Schwinge von einer R80G-S und mir hat das wichtigste Teil gefehlt, die Kardanwellen, weil die habe ich neu lagern lassen vom Kletter und heute ist endlich das Paket gekommen und das bin jetzt schon ganz gespannt, ob das eh das so ist, wie ich das von ihm erwartet habe. Du hast das bestellt? Das ist eigentlich vom Kletter, der hat mir die Schwinge verlängert. Und eben auch diese, und das bin jetzt gespannt, was für ein cooles Teil das ist, dieses Werk. Ja, aber die ist ja jetzt nicht neu, sondern die hast du ja schon einbaut gehabt. Die habe ich einbaut gehabt, aber diese Lager habe ich nach meinen wilden Balkantouren zerstört. Nein, sie hat einfach ein Spiel gehabt, wenn man es gedreht hat, und das habe ich einfach neu machen lassen, weil ich habe ein besseres Gefühl, weil wir heuer wieder im Balkan bereisen. Und dieses umgebaute, verlängerte Teil werden wir jetzt da anbauen. Okay, ja. Das bauen wir jetzt ein und dann, glaube ich, schauen wir uns das Motorrad einfach nur mal genauer an. Gern. Ich habe schon gesehen, du hast wieder mal mehr umgebaut. Ja, der Winter war lang. Okay, gut. Da fällt mir immer wieder was ein. Passt, das bauen wir das einmal ein. Ja, dann fangen wir mal an. Ich baue jetzt die Welle zuerst ans Getriebe. Ich glaube, üblich ist zuerst die Schwing einzubauen und dann die Welle, aber ich habe das schon mal so gemacht und das hat gut funktioniert und das probiere ich heute wieder. Okay, gut. Fertig montiert. Quasi die letzten Handgriffe für die Schwinge selbst. Gekontert. Ich hoffe, es passt alles. So wird die erste Kurve schwammig. So. So, jetzt sind wir dort, wo wir hin wollten. Jetzt sind wir wirklich wieder in der kleinen Garage. Das ist das Fahrzeug von Christian und zwar das ist eine R80G-S, was nicht ganz stimmt, weil eigentlich ist eine R80ST gewesen. Okay, was ist da der Unterschied? Die ST war die Straßenversion, selber Rahmen, andere Räder vorne, kleineres Rad, andere Stoßdämpfer. Der Vorteil ist, die hat man nur bekommen, weil die waren hässlich und sind aber leicht umzubauen zu einer G-S. Ja, ich würde sagen, wir machen das genauso wie bei mir. Der Umbau ist enorm. Also da ist eigentlich gigantisch viel gemacht worden. Und wir fangen von vorne an. Wir fangen bei den Bremsen an. Das ist schon mal auffallend. Irgendwie schauen die größer aus. Ja, die Originale bremst nicht. Also ist größer geworden und der Brembo 4 Kolbenzangen. Die Pumpen ist original noch geblieben und verzögert schon. Bin zufrieden. Und ist das Vorderrad von?
das Vorderrad ist im Internet von irgendeiner KTM, dieser Axelfelgen ist deswegen, weil eben bei der ST ja vorhin kein 21 Zoll Rad war. Okay. Und ich wollte natürlich 21 Zoll und dann habe ich das genommen und ist dann umgebaut worden mit der Scheibenbremse und andere Achse, weil Stoßdämpfer andere sind. Da sind wir schon beim nächsten Stichwort. Die schauen ein bisschen dick aus. Also ich glaube, die verbiegen sich nicht so schnell. Was haben wir da eingebaut? Wenn ich mich nicht ganz täusche, 50 mm Mazzocchi aus den 80er Jahren, war mal in einer Husqvarna verbaut. Sicher locker zum Grillen, ist kein Problem. Geht man ins Geschäft und sagt, hätte gern. Genau. Gesucht, mehrere geliefert, kriegt alle Schrott. Weil die sind natürlich alle kaputt oder zerschossen von Steinen und. Die war dann super. Aber ich glaube, dass sie in die 80er Jahre bei den ersten Dakar-Maschinen oder dazwischen mal solche verbaut gehabt haben. Okay. Also, und, ja. Ich muss nur was sagen, ich wollte nämlich keine Upside Down, nicht weil schlecht sind, sondern weil das in die 80er Jahre eigentlich noch nicht üblich war oder gerade gekommen sind. Und so hat man das Klassische mit dem Ball gefahren und so hat man da besser. Okay, also eine ästhetische Komponente quasi. Dazu und sie spricht sehr gut an. Ist auch voll einstellbar. Okay, ich sehe, du hast da Cartridge einbaut. Das war alles drin so, das ist alles, alles einstellbar. Zugdruck. Ja. Das Ganze wird überdeckt von einem Kotflügel, das dürfte eher was Normales sein, nehme ich an. Ein Zerbis, okay, wie man es kriegt. Nichts Besonderes in dem Fall. Aber wieder besonders Gabelbrücke, wie du schon gesehen hast. Weil, weil der Lenkereinschlag mit der neuen Felge zu wenig war. Und die Aufnahme natürlich von der Gabel nicht gestimmt hat, aber die ist breiter und dadurch hat man mehr Lenkereinschlag. Okay, wo kann man die kaufen, wenn man die jetzt haben möchte? Kletter. Viele Teile vom Kletter. Okay. Das werden wir jetzt nicht so oft sagen, weil sonst wird das, glaube ich, ein Werbevideo. Ich habe es normal gezahlt. Leider habe ich es normal gezahlt. Aber ich war recht zufrieden. Ja, okay, aber das ist ja wichtig. Es geht um das, dass man auch sieht, die Teile, was da verbaut worden sind, ist das gut oder schlecht? Hat das gehalten? Ist das stabil? Jetzt kommen wir gleich weiter. Vorne schaut es ein bisschen seltsam aus. Ich war ganz verwundert, wie ich reingekommen bin. Sie schaut schon wieder anders aus. Sicher. Im Trailer habe ich bitte die in Rot gehabt. Jetzt haben wir da einen schwarzen Vorbau. Genau. Schaut ein bisschen uriger aus. Ganz schön massiv, fest, aber sehr leicht. Wie ist das entstanden, der Vorbau? Ich mache gern mit dir unter anderem Reisen. Und da fahren wir nicht die einfachsten Straßen. Und da sollte sie unverwüstlich sein, wenn sie, oder ich soll mich nicht ärgern, wenn sie zerkratzt ist. Okay. Und somit habe ich einfach da Teile drauf, um die ich nicht traurig bin, wenn sie einen Kratzer haben. Und da ist im Winter die Idee entstanden, ich mache noch einen anderen Vorbau mit diesen Teilen, einfacher mit diesem unlackierbaren Tank von HPN, den habe ich noch gehabt. Und da brauche ich einfach nicht aufpassen, wenn sie mal einen Kratzer mehr hat, dann ist es nur mehr Just Look und. Das, auch die Ventildecken und all diese Dinge sind bewusst jetzt so gehalten, dass es just ausschaut und auch ist. Ja. Und auch, sie fällt nicht so auf, kommt keiner auf die Idee, dass es ins mitnimmt. Weil ja, da sagt er, was wüssten mit dem alten Ding. Ich dachte, man schon mitnehmen. Ja, die Ventildecke, die haben wir vorhin, habe ich die schon mal wo gesehen, die sind da in einer Schachtel drinnen, die runden Decken quasi. Also die wären schon da. Aber da kommen wir dann vielleicht später noch mal dazu, weil wir wissen ja, also ich weiß mittlerweile schon, dass da ja noch mehr drinnen steckt. Vorne, das haben wir jetzt fast übersehen, ist ein Scheinwerfer drinnen, ein ganz normaler Scheinwerfer, kein LED. Der Scheinwerfer ist riesengroß, hat eine tolle Optik, finde ich, passt gut dazu. Und drüber ist ein Windschild von? Das ist ein Zubehörschild von einer Denare 700. Habe ich auch verbaut. Ja, wird und ein bisschen gesagt. Umgeändert. Habe ich bei dir gesehen, habe ich gesagt, brauche ich. Okay. Aber ich habe es auch umgeändert und du ja auch, glaube ich. Ja, aber ich habe sie einfach oben nachgefräst, weil sie mir dann doch ein bisschen zu hoch war. Und die ganze Konstruktion, wo das draufhängt, das ist ja auch eine extreme Arbeit gewesen, weil ich habe ja, die hat ja nicht original den starren Vorbau, sondern das geht ja immer mit Lenker mit. Aber das habe ich dann mit viel Tüftelei hingekriegt und man könnte mal ins Detail gehen, wie das gemacht ist.
Aber sie ist schon getestet, also ich war schon in Bosnien unterwegs damit, in Kroatien, auf wildesten Wegen, und es hat sich nichts verändert, also das halt. Super, super. Ja. Ja, der Tank schaut echt wild aus, muss ich schon sagen. Vor allem ist er halt ein Klassiker, uralt, unlackierbar, wie du schon gesagt hast. Unlackierbar, weil er diffundiert. Ja. Genau. So, dann kommen wir schon zum Heck. Eigentlich müsste man jetzt den Raumen durchmachen, weil beim Raumen, glaube ich, ist ja auch was passiert. Dadurch, dass sie natürlich jetzt große Stoßdämpfer drin hat, hinten eine längere Schwinge, die wir ja zuerst schon eingebaut haben, braucht der Rahmen eine Verstärkung, weil er diesen Druck von diesem hohen Fahrwerk einfach nicht aushalten würde. Mhm. Und den habe ich zerlegt und der Kletter hat mir das wieder eingeschweißt und ich habe es dann Pulver beschichten lassen und wieder zusammenbauen. Mhm. Mhm. Also einfach nur Komponenten raufbauen und glauben, man kann damit im Gelände herumdüsen, ist eher eine schlechte Idee, weil natürlich so ein Fahrwerk wahnsinnig an Kraft transportiert in den Raumen, und wenn der Raumen nicht dafür gemacht ist, dann kennen wir die berühmten Bilder BMW in zwei Hälften und solche Sachen. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ja. Okay. Ja. Dann kommen wir zum Heckraumen. Der Heckraumen ist quasi Edelstahl und so bestellt, wie er ist. Ja, der passt da so drauf. Den kann man so kaufen. Den kannst du kaufen und den kannst du draufschrauben. Ja. Die passen ja. Die Aufnahmen. Mhm. Kein Problem. Und dann sind wir gleich schon beim Auspuff hinten. Der Auspuff steht auch drauf, also auch von dieser gleichen Firma. Ja. Und unten der Ständer, der ist auch auffallend, den habe ich so noch nie gesehen. Was ist das? Ja, der Ständer ist speziell, weil er natürlich länger ist. Ja. Durch diese. Also ist verlängert oder ist es? Nein, der Originale hängt ja am Sturzbügel und hat das Problem, dass er mit der Feder automatisch zurückspringt, als Sicherheit, dass man nicht wegfährt mit ausgefahrenen Ständer. Aber nur, wenn man den ausfährt und sie fällt um. Ja. Oder nicht, steht nicht sicher, dann drückt dann der Zylinder im Fuß ab. Okay. Weil man ja immer draufbleiben muss, solange bis er einen Druck hat. Habe ich einfach jetzt einen anderen verlängert, der mit einem Schalter ist, dass der Motor nicht angeht, und der kann draußen bleiben. Mhm. Funktioniert super. Mhm, super. Und angeschraubt ist er eigentlich auf die Motorverschraubungen. Okay. Und nicht mehr auf die Sturzbügel. Okay, da muss ich dann nochmal ein Detail filmen, dass man das auch wirklich sieht. Ja. Weil ich glaube, das mit dem Wadenbein, mit dem gebrochenen, das habe ich schon ein paar Mal gehört, das passiert tatsächlich immer wieder mal, ist nicht zu verachten. Hinten haben wir einen Service-Code-Flügel drauf, nehme ich mir an, oder? Nein. Ist das ein KTM jetzt? Nein, der hat mir gefallen, weil er eine klassische Form hat, dieser UFO. Ah, UFO-Code-Flügel, okay. So, jetzt muss ich mal auf die andere Seite. Klettert um, ja. Ich fahre gleich raus. So, mal schauen, ob ich da noch was sehe. Die Vergaser, sehe ich gerade, die Vergaser schauen normal aus. Ja, normal klein. Das ist nämlich der Vergaser von der 800er, weil die G-S war ja 800er. Ich habe natürlich 1000er Zylinder drauf gemacht. Ja. Und die Köpfe und die Vergaser sind aber die kleinen. Funktioniert perfekt. Würde das von außen erkennen, dass das ein 1000er ist? Nein, das ist nur beschriftet am Zylinderfuß. Okay. Da steht 10. Aber sonst nicht. Nein, optisch würde man es nicht erkennen. Nein. Mhm. Ich nicht. Gut, ich glaube, wir haben die Seiten eigentlich fertig. Ja. Und schauen wir uns die zweite Seite an. Irgendwas vergisst man immer, aber das ist nicht so genau. So, jetzt haben wir bei der zweiten Seite. Ist natürlich nicht mehr viel zum Sagen, weil recht viel ändert sich da nicht. Aber man merkt sofort, hinten leuchtet es gelb hervor. Jeder weiß, was das für eine Marke ist. Wir haben da was verbaut? Öhlings. Ein Öhlings, genau. Bist du mit dem zufrieden? Ja. Der ist super wahrscheinlich. Ich stehe ja nicht viel rum, ich habe ihn einmal eingestellt und so, finde ihn gut und fahre Straßen und Gelände immer gleich. Ein bisschen härter ist er und kombiniert gut vor mit der Vordermazoche, also ist zwar ein Gemisch, aber geht. Mhm. Hinten, jetzt haben wir nochmal die Schwinge haben wir jetzt gerade eingebaut, vorhin, bevor wir den Film gemacht haben. Nicht nur die Schwinge, sondern eben auch die Kadern, um die ist eigentlich gegangen. Also ich als Fotograf, als Ästhet, finde diesen Teil halt wahnsinnig geil. Also mir gefällt der so gut. Das ist so Industrie, wie es nur sein kann.
mit diesen Rippen drauf, da mit diesen Stützrippen. Also da hat BMW wirklich eine Design-Ikone geschaffen. Ich weiß nicht, jeder sieht, finde ich. Da ist der Endantrieb drinnen. Da ist der Endantrieb drin. Der schwimmt in Öl. Der läuft in Öl. Und das ist der originale Endantrieb. Ja. Das Einzige, was jetzt nicht wirklich original ist, ist der Kardan und der Kardan-Tunnel wahrscheinlich. Der Tunnel ist original, nur verlängert. Genau, auf das wollte ich eigentlich hinaus. Der genau. ist wirklich um 10 cm verlängert. Um 10 cm? Ja. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe gedacht um 5. Nein, das ist das Äußerste, glaube ich. Aber soweit mir wer gesagt hat, haben sie wirklich in der Dakar so lange gefahren, weil die natürlich viel stabiler laufen. Ja. Aber in die Kurven muss das schon ein bisschen rumzirkeln. Aber jetzt ich bin groß mit. Und ja. ich bin es gewohnt. Also fährt super. Also auch auf Schotterwege bleibt die immer in der Spur. Ja, ja. Ja, und der Kardan läuft in Öl. Genau, das haben wir ja. Bei allen neuen nimmer. Der läuft wirklich nur in Öl. Genau, das haben wir ja gesehen. Wir haben da ganz schön was eingeladen. Also, es ist ein bisschen mehr wie sonst, weil es länger ist. Ja, genau, ups. Ja, und das ist eigentlich dann eigentlich schon fast das ganze Motorrad gewesen. Ein kleiner Zusatzscheinwerfer hat er sich mal gegönnt, dass er in der Nacht ein bisschen mehr sieht. Ja, mit der Fonsel da. In den albanischen Alpen. Ja. Ja. Sonst gibt es nicht viel zum Song auf der Seite. Christian, fällt dir noch was ein, was wir da nur sagen könnten? Haben wir was vergessen, was wichtig ist? Die Leute fragen, warum habe ich Fußrasten oben mit so einem kleinen Sitz? Ah ja, der Sitz ist auch so ein Ding in echtem Leder. Ja. Rutschfest. Ja. Ich habe mit dem Regen eigentlich nie ein Problem gehabt. Mhm. Wenn ich mal zum See fahre im Sommer, dann kann ich meine Stecke mitnehmen. Genau. Darf ich das so sagen? Kriegt euch keinen Schimpf dann. Du, Mikrofon. Ja, okay. Wir können, glaube ich, gespannt sein, was für Gesichter dieses Motorrad uns nur bieten kann. Und das werden wir uns vielleicht extra anschauen. Irgendwann, wenn du da mal Luft hast. Irgendwann. Oder zeigen wir die Verwandlung. Zeigen wir die Verwandlung. Oder wir könnten es vielleicht da verbocken. Das weiß ich nicht. Wir schauen uns nachher, wenn wir das Video machen. Ja. Das war's. Oder gibt's noch was? Du hast gerade durchgeatmet. Alter. Das Alter. Es ist natürlich ein Oldtimer. 41 Jahre. 41 Jahre. Aber nicht mehr ganz original. Ja, macht nichts. Trotzdem. Das sind die geilsten Motorradeln, finde ich. Die was ein bisschen ein Alter haben. Und, ja. Ja. Okay. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war wirklich interessant. Ich habe es ein bisschen angekündigt gehabt, das Video. Weil ich mir gedacht habe, ich muss ein bisschen die BMW-Community wieder aktivieren. Früher bin ich auch BMW gefahren und ich habe auch ein sehr erfolgreiches Video auf meinem Kanal über GS Adventure. Und darum geht mir da in Wirklichkeit fast ein bisschen das Herz auf, wenn ich da wieder zwei so Zylinder links und rechts sehe, wenn man drauf sitzt. Aber leider ist er nicht meine. Also auf Wiedersehen. Ciao, pfiat euch. Danke, Christian. Danke dir. Ich glaube, das haben wir jetzt super gemacht.